20 Jahre TSC Schwarz-Gold Frankfurt. Grund genug für eine große Sportgala. Auf der Sossenheimer Saalbaubühne viele Europameister und deutsche Meister, von den kleinen bis zu den großen. Die selbstbetitelten Tiger sind der vielleicht erfolgreichste Garde- und Schautanzverein im Land. Für alle Beteiligten ist dieser Sport Faszination pur. Also es ist einfach ein Teamsport in erster Linie und dann gibt es halt einfach so diese Abzweige wie Solo und Paar. Und es ist einfach so dieses Zusammensein, ein gemeinsames Ziel verfolgen und für ein gemeinsames Ziel trainieren. Und wenn natürlich dann dabei Erfolg rumkommt, das ist natürlich das Größte, was wir Tänzer im Grunde genommen auf der Bühne erleben können. Allein die Bewegungen und die Tänze, die Harmonie und auch die Gruppendynamik, die drin steckt, das ist wunderbar. Das ist einfach schön. Wenn Sie sehen, was die jungen Menschen auf die Bühne bringen, ob klein, mittel oder groß, in welcher Sportabteilung auch immer, das ist einfach toll. Vor 20 Jahren gründete ein kleines Team um die früheren Europameister im Paartanz, Manuela Krosch-Karaiskos und Vereinschef Stefan Karaiskos, den Tanzsportclub. Die Vereinsfarben Schwarz-Gold waren an ihre damaligen Kostüme angelehnt. Einst gab es nur 20 Mitglieder, heute sind es über 200. Einige von ihnen gehörten vor 30 Jahren zu den Gründern des Deutschen Verbandes für Garde- und Schautanzsport. Wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendwann vor 30 Jahren fast den DVG mitgegründet habe, das ist der Dachverband, und dort 11 Jahre als Präsidentin gearbeitet habe, dann können Sie sich vorstellen, wie sehr mein Herz daran hängt. Ich habe mit meinem damaligen Präsidium diesen Sport erst in die Sportlichkeit gebracht, aus dem Karneval heraus. Und deshalb bin ich wahnsinnig stolz darauf. Und das Rückblickende für mich ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Es war einmal, gibt es einfach nicht. Es geht vorwärts. Und das ist schön. Ob im Schautanz, in den Gardedisziplinen Marsch oder Polka, ob bei den Baby Tigers, den Little Tigers oder den Großen, auch in diesem Jahr heimsten die Schwarz-Goldenen wieder mal zahlreiche Europameistertitel ein. Und zur Jubiläumsgala der großen Familie ließen sich auch viele ehemalige nochmal auf die Bühne bitten, deren Glanzzeit längst vergangen ist. Es ist einfach wie früher. Also wir haben uns jetzt so vorhin auch drüber unterhalten und es ist einfach so, ja, wie es noch vor ein paar Jahren war, als wir alle noch so richtig aktiv waren. Also es sind ja jetzt heute Abend auch viele da, die jetzt gar nicht mehr so aktiv im Turniergeschehen mit drinne sind. Und es ist halt einfach so wie vor 5, 6, 7, 8 Jahren, als wir halt alle zusammen noch getanzt haben. Und das ist so wie so ein Familientreffen. Als Höhepunkt der Clubgeschichte gilt übrigens die Ausrichtung der Europameisterschaft 2007 in der ausverkauften Frankfurter Eissporthalle. Und ganz sicher können die Tiger auch in den nächsten 20 Jahren noch viele Erfolge feiern. Thank you.